Willkommen bei Kregels Comments. Hier mit dem Thema Speedlandungen. Bei Hike-and-Fly-Wettbewerben lande ich mehr im Gelände als auf flachen Wiesen. Mein Können hilft mir, dies auch konsequent zu machen. Die Herausforderung ist es, meist ohne Windkenntnisse am Landepunkt den Anflug zu planen und sich zu überlegen, was die Folgen sind, wenn der Anflug nicht passt. Eine Hanglandung ist meist schwierig zu stehen, da der Speed nicht abgebremst werden kann und man im Gelände zudem nicht gut laufen kann. Nun, solange ich durch ein Pendel oder einen beschleunigten Anflug mehr Energie habe, kann ich dann auch besser auf Null abbremsen. Je mehr Energie, umso sanfter ist dann auch die Landung, sofern alles passt. Und genau hier besteht eigentlich die Gefahr, dass wenn das Timing nicht genau passt oder der Aufwind stärker ist als vermutet, dann wird auch die Mehrenergie am Schluss schwieriger wegzubremsen sein und der Aufschlag wird härter. Nun, geübt habe ich viel. Die Hanglandungen, zum Beispiel Step by Step im Schnee, der Schnee gibt Sicherheit, und erst über die Bremsen, mit Anbremsen, Lösen und wieder Anbremsen oder leichten Kurven oder so Wingover, Pendeleffekt oder einfach auch mit dem Beschleuniger, meist Halbgas. Einfach parallel zum Hang anfliegen, dann aus dem Gas und die Hangnähe suchen und dann abbremsen. Wenn es wirklich steil ist, dann muss ich radikal Speed aufbauen. Am besten mit einer 90 Grad Kurve oder eben dann auch Vollgas. Für das muss ich meinen Schirm sehr gut kennen und das Timing muss am Ende super passen, damit ich eben diese Energie umsetzen kann und auf Null bremsen. Viel Spaß beim Üben!